Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben den Receiver vorgestellt, wir haben die Min 22 vorgestellt. Jetzt kommt der Subwoofer dran, und zwar, oh Gott, meine Fresse, ist das ein schwerer Ding. Oh, der X301. Das ist der 300 Watt Subwoofer, den gibt es halt auch noch mit 200 Watt, da hat er aber dann keine Füße, weil der hat hier Füße. Ist ein richtig schweres Teil, also ja, dann haben wir dann halt einmal hier eine Bedienungsanleitung mit bei, dann haben wir hier, oh, ah, okay, einen englischen Kabel mit bei, und aber wir haben auch einen deutschen Kabel mit bei, seht ihr das denn da irgendwie, da seht ihr das, deutsch. So, dann nehmen wir einmal das Styropor hier ab. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier heil rauskriege. Achso, da geht toll, da kriegt die Folie mit ab, aber der Subwoofer kommt nicht raus. Oh Gott, habe ich die falsche Seite aufgemacht? Ist doch die richtige Seite. Ja, da geht das. Hier geht auch der Stoff ab. Moment, aber jetzt kriege ich ihn raus. So. Und schön in weiß. Sieht sehr, sehr edel aus. Dann müssen wir das halt hier noch wieder reinmachen. Hier sind dann halt noch so eine Salzkristallbeutel halt in Feuchtigkeit. So. Ich werde dann nämlich gleich mal zum Subwoofer direkt die Kartons von den Lautsprechern dazu packen. Ach, hier oben ist auch eine Anleitung. Na ja, ganz toll. Ach, ich soll den umdrehen, den Karton. Aufmachen. Ja, wer lesen kann und wer das sieht, ist klar ein Vorteil. Aufmachen, umdrehen, Karton hochziehen, dann steht der Subwoofer da einzeln drin. Ach, naja, gut. Aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe da, war da so fixiert auf den Subwoofer. Oh Gott, ich werde das mal so umdrehen, dass ihr das besser sehen könnt. So, so könnt ihr dann sehen. Auch hier wieder grau und ein komplett weißes Gehäuse, was mit Klavierlack ist. Passend logischerweise zu den Min 22. Auch wieder hier unten das Cambridge Audio Logo. Wir haben, ach, hier haben wir so ja noch einen Fuß. Ist der jetzt irgendwo ab? Nö. Ist nochmal einer aufgetaucht von den Boxen. Sind die ja, seht ihr das? Hier so ein Standfuß. Ja. Ich habe hier, hier unten seht ihr denn den? Richtig gewaltig groß. Mit, oh Gott, Füßen. Auch diese sind mit Klavierlack und hier oben richtig schön dicke Gummi, damit sie halt die Vibration schlucken. Oh. An der Seite halt auch Klavierlack. Jetzt wird es halt interessant hinten. Das ist die Rückseite. Da haben wir dann einmal den An- und Ausschalter. Wir haben den Strom. Was ist das? Keine Ahnung, Audio. So, wird der, denke ich mal, oh, ach so, das ist ein Schalter. So. Dann haben wir hier die Herzzahlen, die können wir dann halt hier bis 120. Ach, hier sind so ja, okay. Bei 120, also zwischen 120 und 160 haben wir ja so ja kleine Symbole. So. Das seht ihr schlecht. Hier sind kleine Symbole für die Min-Lautsprecher. Also wir können das eigentlich bis hier hochpowern. Dann haben wir hier die Phase 0, 90, 180, Volumen. Ja, können wir mal mittig machen. Können wir uns separat noch alles einstellen. Und hier haben wir Audio in und Audio out. Jo. Und der Audio out, der kommt dann logischerweise
an, wo haben wir denn? Hier an den Receiver dran. Ich wundere mich jetzt gerade nur, warum da zwei, eigentlich waren doch einer out. Ach, ich muss mal gucken hier. Also, links Sapuva haben wir hier out und nochmal links. Rechts, links, okay. Oh Gott, Sven. Der hat auch ein bisschen eingewischt. Nicht nur ein bisschen. Dann haben wir jetzt hier die Kabel. Der sieht richtig edel aus. Ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn am besten hinstellen werde, aber werden wir schon einen schönen Platz finden. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Anleitung an. Wie gesagt, gleich danach machen wir auch das Anschlussvideo. Ach, hier steht es natürlich auch nochmal erklärt, wie man den auspackt. Ja. Also, wenn man, seht ihr das? Wenn man erst die Anleitung guckt und dann auspackt, ist man halt besser beraten. Okay, und wir sollen... Ah, hier ist auch nochmal 2.1, 5.1, 7.1. Ach, an einen kommt es nur. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir das halt in Deutsch finden. Verwenden Sie Line-Ausgänge, um das Gerät mit einem zweiten Subwoofer zu verbinden. Ja, das wollen wir ja nicht. Schließen Sie das Gerät Live-Sub-Eingang an, wenn der AV-Receiver oder ein Verstärker mit Sub-Eingang verwenden. Ja, wir haben dann einen Sub-Eingang. Also brauchen wir nur ein Kabel, nämlich nicht zwei. Aha, okay. Hier steht dann nochmal erklärt, was sein soll. Gut, also... Aufbauen eigentlich ganz einfach. Wir schließen den hier an Liv an. Hier unten, an den weißen. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Subwoofer verbinden wollen, können wir den hier, dann könnt ihr auch halt zwei Subwoofer links und rechts, könnt ihr ihn hinmachen und dann könnt ihr die Mäde miteinander verbinden und dann, ja, zum Receiver jagen. Ich weiß nicht, wer zwei Subwoofer braucht, aber also für mich hat bis jetzt immer ein Subwoofer gereicht, also. Und vor allen Dingen, das Ding hat 300 Watt, also dürfte da eigentlich jetzt nicht großartig im Wege stehen, dass da ein geiler Sound rauskommt. Oh Gottes Willen. So, ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wie gesagt, hier ist auch wieder gut verarbeitet, kriegt man das ab. Na, ich will es auch nicht abreißen, lieber nicht. Sieht alles sehr fest zusammen aus. Optisch wieder sehr gut. Ich habe mit Absicht den mit den Füßen genommen, weil, wie gesagt, ich mag das, wenn das halt auf die Füße steht, wenn dann halt der Schall noch ein bisschen weggenommen wird. Und ich mag das nicht, wenn das dann direkt auf dem Fußboden steht. Also ist mein persönliches Empfinden. Ja, und außerdem hat er 300 Watt. Von daher, ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen natürlich sehr freuen. Wir machen gleich das Anschlussvideo, wo wir denn die MIN 22 anschließen werden. Wir werden den Subwoofer anschließen und alles hier an den Receiver. Und hier werden wir auch noch ein Video machen zu dem Bluetooth-Gerät. Und ja, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen. Wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.